Wo bin ich denn jetzt? Alles gut, Schweinchen. Wird einfach komplett woanders hingesetzt. Hm. Yep. Passt. Hallo? Stepship, I'm stuck. Guck mal beiseite. Guck mal hinter dich im Türmchen. Oh. Oh, was ist das denn? Das ist ein hübscher Turm. Mal gucken, was das... Was das ist. Ist ja gut, Schwein. Gib mal so. Da geht's runter. Hier, Dark Souls, Elden Ring. Wo ist der Hebel, dass der Aufzug hochkommt? Der ist echt runterlaufen? Ei, ei, ei. Ah! Not my Dave. Ja, ich kenne das Spiel nicht und die kennen das. Und die waren zu zweit. Ich will in den Dungeon. Lass mich in den Dungeon. Hallo? Hallo? Dungeon? Nee? Hm. Weg. Links an der Wand ist ein Hebel. Egal, jetzt laufe ich schon runter. Ich will da rein. Hm. Es erinnert mich an die Mine aus Demon's Souls. Boah, was sind das? Welt 2? Welt 3? Weiß gerade nicht mehr. Das! Habe ich mir den Zeh geknackst oder was? Habe ich denn da Schaden bekommen? Ah ja, Quatsch. Hier ist kein Loot. Wie kann denn das unter der Insel sein? Ei? Krieg zu meinem Schiff? Nö. Nö, 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 nö. Ich bin leider nicht angekommen. Nichts dazu zurück zu meinem. Was ist das? Friedenskugel, Munition, die Kanone eines gegnerischen Schiffs außer Gefecht setzt. Oh. Ich beschieße euch, damit ihr friedlich seid. Geil. Dave, das Spiel hasst mich. Ich habe eben Rezept für Yassis Waffen gefunden. Die ich vor 3 Wochen gebraucht hätte. Oh nein. Ja nun, ne? Dann kannst du aber jetzt verkaufen, das Rezept. Oh. Hat er das vorher nicht im Trailer gesehen? Oh. Oh. Rote Fässer. Hm. Ohne benutzen. Nee. Was ist das hier? Das ist voll geil. Nehme ich jetzt die Regenwürmer mit. Dann esse sie wieder aus Versehen. Pfeil? Oh nein, was ist das hier? Ein Zelda-Wälzel oder sowas? Ach nee. Warte mal, kann man hier hoch? Nee. Munitionstruhe. Arsenal. Aha, aha, aha. Aha. Das ist voll cool. Oh, Da hat dir deine ganze Bildung auch nichts gebracht, mein Lieber. Bist das im Tod? Noch was zum Mitnehmen? Oh ja, hier, hier. Der schöne Panther. Sie ist die Tochter der Witwe, aber wie ich höre, eine gerechte Prinzessin und Königin. Was? Sie schuf ein schreckliches Gefängnis für alle Vorderältesten, die sich dem Bösen zuwandten. So hoffe ihre Mutter. Ja? Mhm. Was? Haben alle gesoffen. Blut gibt's hier nicht mehr, da war schon jemand. Außer die Fässer. Sternengucker. Ja, aber toll, wie funktioniert denn das? Muss ich warten, bis ein neuer Server eröffnet quasi? Und dann als erster zu so einem Ding hier gehen.
Und nur der kann dann den Loot haben, oder wie? Das ist ja auch doof. Oh. Ja, dir geht's nicht mehr so gut, ne? Hm. Aber ist cool. Habt ihr den Anfang verpasst? Wo war das? Bei der Insel, wo ich gerade rausgeschmissen wurde. Wir können ja gleich mal auf die Karte gucken. Wenn ich wieder oben bin. Da war... Da Pfeil. Da sind die. Ja, außer Foodfässern finde ich hier gerade nichts mehr, ne? Komm auch gar nicht mehr raus. Ich hab mich verlaufen. Was haben wir hier noch? Ha? Wurde der Dungeon gerade resettet? Ich wurde auf jeden Fall rausgeworfen. Das hat eigentlich mit Burning Blade zu tun. Wir müssen ein Ritual machen. Wir halten dann neben dem Symbol auf der Karte eine Zahl. So, das wurde jetzt gerade anscheinend resettet, oder? Weil das geht nicht mehr. Laterne anheben. Okay, cool. Eule. Ah, 20.000. So kannst du doch unterbrechen, wenn eine Kugel das Loot bekommen. Aha. Ja, ja, ich habe voll die Ahnung, was ich hier tun muss. Ja, ja. Wollte man das gerade nur angucken, weil das cool aussieht. Da ist eine Schildkröte. Und wie kriege ich denn das jetzt umgedreht? Muss ich da drauf schießen. Ein Fisch? Nee. Ich habe irgendwo eine Munitionspistole da. Nee. Hm, die Rassebole muss man am Himmel finden und nachzeichnen. Eule, Eule, Eule. Wie am Himmel finden. Oder sind Schildkröten? Die Musik an sich ist gerade schon ein bisschen cool, ja. Ich darf es trotzdem nicht. Aber ich habe halt gar keine Ahnung, was das hier ist. Soll ich das da suchen? Das Mr. Beast Logo oder was das ist? Kann ich die Kugeln da mitnehmen? Ne, die leuchten hier einfach nur. Ja. Licht so in die Mitte. Es klackert einfach nur so. Ich bin zu dumm dafür. Ach so, und weil da die Tür zu ist. Jetzt schnalle ich das auf die Sternenkarte. Ja. Warte mal. Das, ich erkenne da halt gar nichts. Was soll ich denn das erkennen?
hier noch irgendwie was? Ach so. Nee, hä? Funktioniert nicht im Moment. Aber warum? Also ich kann ja auf irgendwas schießen hier. Hier, nimm. Ich die normalen Kugeln nehmen. Hier nur bei den Inseln, wo die Flamme auf der Spitze brennt. Aha. Nein, nicht also nein. Ich finde die Steuerung. Bei manchen Sachen kommt man mit X raus, hier wieder nicht. Ah! Die Steuerung ist mein Hauptproblem in dem Spiel bisher. Ach so. Man muss danach hingehen, um zu sehen, wie das aussieht. Ah. Guten Morgen, Malf. Tut Feuer eigentlich weh hier? Nö, es geht. Aber 5 cm fallen tut weh. Ach so, und das sieht dann... Und die zwei... Ah, okay. Verstehe. Jetzt warte. Ich habe vergessen, wie das andere aussieht. Aber hier? Nein. Kann ich da nicht irgendwie Freihand die irgendwie verbinden, dass es irgendwie schon passt? Es ist Malfuhr. Ich habe mein Roblox-Passwort vergessen, Leute. Weil du keinen Keypass oder sonst was benutzt. Das ist schlecht. Da, das? Hast du vergessen. Warte, das war ein Kreis, ne? Kreis und dann nach oben. Das Kartoffellied. Kartoffellied, dein Passwort. Da ist die Schildkröte, guck mal. Da. Das ist der Klack. Da. So. Aber wie geht das jetzt? Was muss ich dafür machen? Nicht aufs Schiff. Nee. Nur nach oben. Aber nicht aufs Schiff. Ach, hier. Wollte es runterladen, weil ich meinen PC noch aufgesetzt habe. Ich denke, Passwörter immer irgendwo in so einem Passwortmanager speichern. Ich habe irgendwie... Allein irgendwie 100 Internetseiten, 80 Shops und über 40 verschiedene Spiele, die Zugangsdaten da drin gespeichert. Ich wäre so lost, wenn das gone wäre. Oh. Hi. Ich kann... Nee. Ich echauffiere mich jetzt darüber, dass ich nicht durch diese... Was sind denn das? 30 mal 40 cm großen Löcher schießen kann. Also bitte.
Also doch zum Schiff und dann zurück die Türen öffnen, um es zu aktivieren. Muss ja. Ah, das ist ja hier. Eine Dreistigkeit. Beim Klabauter, Mann, wo bist du da? Ich habe das Spiel zu lange nicht mehr angefasst. Hallo Paddy, guten Morgen. Gerade auf dem Weg in die Arbeit oder zurück von der Arbeit? Das ist die neue Season, die vor einer Woche losgegangen ist, glaube ich. Das Zeug hier. Morgen. Ja, guten Morgen dir. Auf der Arbeit. Eieiei, ist er noch viel schlimmer. Der Faulenzer. Auf der Arbeit guckt der meinen Stream. Das ist ja der Wahnsinn. Gibt halt regelmäßig neuen Content. Ja. Wie oft gibt's eigentlich so eine Season? Ich habe ja wirklich eine Woche vor Season-Ende angefangen zu spielen mit dem Spiel. Also vor 2 Wochen. Von daher, ich weiß ja gar nicht, wie lange dauert das immer, so eine neue Season rauskommt. Ich finde nicht mehr raus. Ja? Nee. Warte mal. Ich hab mich verlaufen! Hier, da geht's raus. Meistens alle 3 Monate. Also alle Quartal. Hm, okay. Na gut, bring mich zu meinem Schiff. Mir bleibt hier nichts anderes übrig. So. Ja, so ein Turm ist das. Aber es brennt doch das Feuer. So, es ist hier zu. Aber hier waren doch gerade Gegner. Ach, da. Bitte sterben Sie. Danke. Oh. Blödes Schwein. Mit deinen Würmern weg, ey. Da ist so einer. Nein. Ha, was? Der setzt Schaufel ein. Was ein Frechdachs. Ich will eigentlich gar nicht die essen, aber na gut. Witzig. Oh, muss ich da hochklettern? Ist das Schaufelein? Dave ist verwirrt. Ja, absolut. Der buddelt sich ein und haut mich. Der Wahnsinn. Ne. Ich komm da nicht durch. Sehr. So, warte. Wir gehen jetzt einfach hoch. Na, ab. Da ist eine Tür. Türen brauchen Schlüssel in der Regel. Oder Gewalt. Gewalt scheint nicht zu funktionieren. Also muss ich jetzt wirklich den Schlüssel suchen. Nein. Warum nein? Warum nein? Oder Laternen? Laternen? Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Laternen. Nein, funktioniert nicht. Leiter. Weiter nach oben. Wenn ist der Finger oben, wird man dich loben. Und der Finger ist leider an mir angewachsen, also bringe ich einfach meinen ganzen Körper nach oben. Dadurch geht der Finger auch immer weiter hoch. Aber weiter hoch geht nicht. Und nu? Geh wieder runter. Marmorstein. Oh Gott! Marmorstein und Gravitation. Ich bin unten. Aber die hatten so Steine auf der Brust. 2 von denen jetzt getötet.
Ist er damit auf? Nee. Ach ja. Hm. Das hätte ich machen müssen. Aha. Erste Möglichkeit, Marmorstein und Eisen bricht aber unsere Liebe nicht. So. Wunder. Na Gott. Ich hätte mir das ganze Geklettere sparen können. Heißt das, dass du dann fliegst auf Dauer, wenn der Finger und dein Körper immer weiter höher gehen? Yes. Immer hoch. Yep. So. Das haben wir auf normale Art aufgemacht. Funktioniert's jetzt? Oh. Ja, jetzt leuchtet das hier auch. So, Eule. Oh nein, aber das sind andere Dinge. Okay. Eule ist flüpp, 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 flüpp. Hä? Oh, das ist auch so. Oh Gott, der Fuchs ist ja noch schwieriger. Ah, ist der Fuchs nicht sogar das da? Warte mal. Oh! Das ist doch der Fuchs. Batman. Hurdle. Da, das brauchen wir. Oh nein. Das hätte ich mir jetzt merken müssen, ne? Perfekt. Eins haben wir. Fuchs hat den Batman, brauchen wir ja sogar, ne? Das Herz. Oh Gott. Das so. Also das hier? Fuck. Hab mir aufgepasst. Ne, das da. Fuck. Oh Gott, da muss ich ganz schön rudern. Also, Batman haben wir auch. So, Fuchs. Fuchsi, wo ist Fuchsi? Fuchs. Wo Fuchs? Da vor, Fuchs ist. Fuchs ist gerade ungünstig. So. Ja. Scheiße. Kleines Stück. So. Oh, Fuchs jetzt? Da, Fuchs. Oh, wir fangen von dem an. Also, ich habe mich aufgepasst. Wer da? Ah, war richtig. So. Natürlich höre ich erstmal Gegner. Na toll. Au, ich bin fast tot. Ah! Au! So, nachgeladen. Nom nom nom. Ach, scheiße. Also, warte mal.
hab keine Munition mehr. Ha, fuck. Der ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. So eine Munitionskiste. Wunderbar. Ah. Nee. Oh fuck. Hahaha. Irgendwo lebt noch einer, ne? Aber wo? Das war ein guter Schuss! Oh, perfekt. Und wo? Ah, ein Boss. Shit. Okay. Na, ab, 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 ab. Also, da kommt der Boss. Wo war denn die Truhe hier? Wo war denn die Truhe hier? Da. Frick, 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 frick. Oh Gott, da sind da noch mehr. Ich muss da lang. Da wieder hoch. Nein, ja, ja, nein. Hörst du auf? Hallo? Fuck you! Was ist das denn? Alter, diese Steuerung ist so widerlich von dem Spiel. Fuck off, ey. Alter. Ey, ernsthaft? Was ist das denn? Hab mich verlaufen, ich hab mich verlaufen. Okay, hier geht's hoch. Hier, das heißt nur die Kugeln einlagern. Ja, kommt von da. Und tot, das war ein Schuss. Krieg ich jetzt Loot? Nice. Skelettlager abgeschlossen. Oh, Gold. Danke fürs GG. Und Malf, viel Spaß. Ich hab's schon gesehen nebenbei. GG Easy Dave, ja, ja. Gar nicht gestruggelt, weil die Steuerung mich gemobbt hat. Beende das Ritual. Oh. Kugel der Geheimnisse aufnehmen. Mann! Ah, dieses, dass man das ist hinlegen. Es ist ja so dumm. Ja, es ist so dumm. Okay. Hier noch irgendwas, was man mitnehmen kann? Ich krieg nur diese diesen Orb, oder wie? Was mache ich damit? Verkaufe ich das Ding jetzt? Oder wie sieht das aus? So, die droppen ja nur. Ja. Okay. 20k! Die Kugel, eieiei. Verkaufen. Das heißt, am besten wirklich straight zum nächsten Ding laufen, ne? Kugel der Geheimnisse geht verloren. Nein. Ich sehe doch schon, dass jetzt straight jemand hier kommt und mich haut. Die hocken da jetzt schon wieder oben zu fünft, warten auf meinem Schiff. Hallo Juppi übrigens. Hab gar nicht Hallo gesagt, glaube ich. Ah.
Ich dachte, hier kommen nochmal Skelette. Aber es ist ein cooles Event. Macht Spaß. So. Dass man sich aber Stuff nicht in die Hosentasche stecken kann. Das ist eine Kugel. Perfekt. Steck mal es dahin. So. Wo sind wir denn überhaupt? Lockout Point. Wo kann ich denn da? Ach, guck. Das ist ja super easy. Die können wir ja gleich abgeben. Ich hab vergessen. Wo muss ich hin? Basically nach Norden. Ja gut. Oh. Plunder waren wir ja heute schon ein bisschen. 20.000 ist schon sick. Oh. Die nehme ich. So. Sind das Schiffe? Nee. Bisschen paranoid wird man ja dann schon, wenn man ein paar Mal versenkt wurde. Ah, da ist Plunder ja schon. Ah. Oh ja! Vor allem, wenn man zum ersten Mal was richtig Wertvolles dabei hat. Ah, das kann wirklich schon so. Oh, werde ich jetzt wieder versenkt? Dave, meinst du nicht, dass wenn wir getrennt spielen, dass wir die Gruppe dann auflösen müssten? Bei mir wirst du immer noch in der Gruppe angezeigt, obwohl ich jetzt schon 3 bis 4 Stunden alleine spiele. Really? Okay, das ist wild. Das sollte eigentlich nicht sein. So, mal gucken, nicht, dass da schon irgendein Schiff wartet. Ne. Das Schweinekugel. Vor allem, ich war ja vorhin Two-Hit für den einen übrigens, ne? Immer noch zusammen in der Gruppe. Spannend. Ich hüpfe jetzt ins Bett, aber möglicherweise nicht alleine, sondern mit Mini-Frikadellen. Gute Nacht euch allen. Wow, 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 wow. Ey, der Server leckt ganz schön heute. Dann guten Hunger. Und ja, gute Nacht. Mini-Frikadellen im Bett. Ich bin ja jemand, der komplett gegen Essen im Bett ist. Vor allem bei krümeligen Sachen. Da muss ich wirklich sagen, nee. Geh aus dem Bett mit Essen. Aber Mini-Frikadellen, glaube ich, gehen. Wenn du die in so einer kleinen Box hast, die krümeln ja nicht. Du machst halt höchstens die Bettwäsche fettig. Aber ja. Wir können nicht zusammen in einem Bett schlafen. Das ist in Ordnung, hätte die eh nicht geteilt. Oh. Das klang schon wieder, als hätte ich irgendwo auf Grund gelaufen. So. Segel mal nicht zu weit weg, Schiff. Warte mal. Ach, geh runter, Anker. Ich hab Angst, dass es da vorne gleich auf die Sandbank geht. So, die Kugel der Geheimnisse. Hm. Bleib! Hab ich den jetzt weggeworfen? Hallo, warum? Möchtest du das nicht machen? Aber ich war ja vorhin Two-Hit, wollte ich sagen. Für den einen Spieler. Willst du die haben? Ja. 20.000, das ist schön. So, wie lange dauert es, bis der Ort jetzt resettet? Weil dann fahre ich einfach immer zwischen den zwei Orten hin und her. Ah, guck mal, Stufe 8. Mhm. War doch die Insel da jetzt gerade. Berühmtheit erhöht, ah ja. Belohnungen erhalten. Was für Belohnungen kriege ich denn?
Aufgeblasener Klug der Tiefe. Ein Pufferfisch. Beutepass. Ah, den habe ich nicht. Ja, ja, das ist okay. Mhm. Das kriegt man immer und das ist für den Pay-Quatsch, nehme ich mal an. Ich habe einen neuen Bart bekommen, einen neuen Eyeliner. Mhm. Aha, aha, aha. Oh, das geht ganz schön weit. Oh, ein Scouter. Ich kann Vegeta sein, wenn ich will. Cool. Das sind halt diese Dinge. Ah, und Schiffskins und so. Ich kann Eimer auf dem Kopf haben. Ich will... Oh, Krabbe. Ich will den Eimer auf dem Kopf. Das ist ja wohl der beste Skin ever. Gib es Stufe 100. Ich will den Eimer auf dem Kopf. Das ist ja voll geil. Matrose der brennenden Seelen. Diesen endet in 12 Wochen. Ah ja, da steht's. Cool. Wenn man aber alle Mechaniken genau kennt, das Anfänger nicht weiß, ist das faszinierend. Moment, was? Achso, ja. Ja, das Schaden machen musst du genau wissen, was man tut. Du bist sogar One-Hit, wenn du es richtig machst. Wow. Das ist ja Quatsch. Das ist ja, finde ich nicht gut. One-Hit sein. Nur weil der andere... Also Ahnung und Skill sollten schon belohnt werden, aber One-Hit? Das finde ich nicht gut. Also das ist das Ding. Kann ich dir nicht deine Truhe klauen? Feuer? Feuer nicht heiß. Wir brauchen actually Essen. Warte mal. Ich hab nämlich... ich hab gar nichts mehr. Ha! Alles schlecht. Die Truhe könnte man nicht looten, ne? Nee. Aber deine. Ja, der bringt mir nichts. Hm. Nee. Ich hätte gern Essen. Und Würmer anscheinend. Und Feuerwerk. Feuerwerk. Feuerwerk ist gut. So. Hep. Ja. Das Schlimme ist, ich schaue seit Monaten Streams und weiß in der Theorie immer noch nicht alles, was man zum Waffenkampf, was es zum Waffenkampf zu wissen gibt. Und das, was ich weiß, funktioniert in der Praxis dann auch nicht. Ich bin immer tot. Hm. Du solltest mit mir segeln. Dann sind wir zusammen tot. Nenn nicht ins Arsenal. Warum kann ich denn dieses Fenster nämlich nicht mit X schließen? Das ist so dumm. So, sind hier eigentlich irgendwelche PvP-Menschen gerade unterwegs? Njup. Njup. Nein. Gut. Da wir vorhin ja, und sonst... Ach Mann! Und Escape schließt auch nicht Menüs. Manchmal tut's, manchmal nicht. Das ist schlimm. Manchmal funktioniert eine Taste für eine Sache. Und manchmal nicht. Ich raff das nicht. So, wir lenken schon mal etwas nach links ein, bitte. Ja doch, nach links. Stimmt schon. Möchte nämlich jetzt nicht auf die Sandbank kommen. Ich werf Leuten immer Bomben ins Gesicht. Das klingt nach Ellie. Da gebe ich ihr recht. So. Was? Also das ist der Schatten. Genau. Ich möchte nämlich nochmal so eine Spielerschatzjagd machen. Und... Ja? Achso. Ich glaube, da steht einer und redet. Da war das das Steuerrad benutzen, die Textbox. Ja, du hast irgendwie Glück mit deinen Begegnungen. Naja, vorhin wurde ich halt auch komplett... Weil selbst wenn ich nicht diese Sanduhr genommen hätte, die hätte mich ja so oder so gekillt. Von daher... Da wäre ich so oder so nicht mehr weggekommen. Die waren ja zu dritt.
Genau, ich möchte jetzt nochmal noch so eine Schatzjagd zu machen. Und die dann auch erfolgreich eben ist. So. Ich fahre nach Süden? Wieso fahre ich denn nach Süden? Ha, ist ja komplett falsch. Nee, das stimmt ja überhaupt nicht. So, und hier mit dem Segel habt ihr vorhin gesagt, ne? Woran erkenne ich denn, in welche Richtung der Wind geht? Sehe ich so halt nur. Ah ja, jetzt gehen wir nach Norden. Halt. Ja, war gut. So, danke. Ha? Ach, nicht schon wieder so ein Hai. Nee, jetzt ist aber gut hier heute. Oh, das gibt's doch nicht. Der vierte heute. Da ist es der Pink, mit der pinken Flosse, wo es vorhin hieß. Diese Haie nerven mich, ey. Hi. Du bist hübsch. Cute one. Oh, bin nicht mal geladen. War ich auf irgendeine Insel zu? Semi. Hab. So. Bleib du mal da hinten. Ich krieg dich eh nicht tot. Sind wir ehrlich. Ah ja, die kleine Insel da vorne, das ist da, wo ich hin will. Ist Hai immer noch da? Fischi? Fischlein. Ich sehe den nicht mehr. Da liegt Stuff. Nein. Ich kann nicht so tief schießen. Ah. Na toll. Ach Mann. Sind hier noch Checke für das Hourglass? Hab zwei Detailfragen. Tört doch mal den Hai, so schlimm ist er auch nicht. Ich hab den vorhin nicht getroffen. Ich bin vorhin irgendwie im Kreis gefahren. Hab den zweimal mit der Kanone getroffen und irgendwann war er weg. Da bin ich noch nicht gut genug. Einfach Pistole. Ein bisschen sollte ich vielleicht Fahrt aufnehmen. Um zu der Insel zu kommen. Und toll, das muss ich Anker lichten. Anker werfen. Lichten? Wissen? Benutzen. Warte. Na, vorbei. Ah. Ne. Ja, egal, komm. Hep. Hello. So. Was? Ich habe dann den See abgeschlossen. Ja, ja. Ach so, weil ich das vorhin gefunden habe. Oh. Ich habe es zwar nicht abgegeben, aber ich habe es gefunden. Oh, cool. Wow. Okay. Missionsbrett. Das ist eine große Insel, da muss man wahrscheinlich viel suchen, da habe ich keine Lust. Wir nehmen die da. Ja! So, mein Schiff haut gerade ab. Ich möchte bitte wieder hinterher. Müssen wir sie erstmal die Insel suchen. Wenn du so Loot schwimmen siehst, den du haben möchtest, am besten wahrscheinlich sofort Segel einholen und eindrehen. Kurz Anker werfen und gleich wieder hochholen. Ja, mein Gott. Ich weiß ja nicht mal, was das war, das waren einfach nur Kisten. Ich will ja generell immer jeden Loot.
bin eine absolute Loot-Hure. Oh Gott. Oh Gott, wir haben hier mehr. Oh, Flaschenpost. Das war das von vorhin. Das waren die von vorhin. Das war das von gerade eben, ne? Drei! Eieiei. Was sind denn das für Inseln? Insel mit einer Verbindungsbrücke. Oh Gott. Eine dreigeteilte Insel. Da, nee. Aber fast. Ist ähnlich. Da! Warte mal. Nee, die Orientierung ist ja auch immer gleich, ne? Oh, die sind aber sehr ähnlich. Oh, das ist schon gemein fast. Nee, das ist eine Insel. Das ist wie die Krabbe. Die Insel. Seemeile, Logbuch, ja. Oh nee, es blendet die Sonne hier. Das ist ja schlimm. Oh, was ist das? Das ist ein Marker. Wollte ich Booty Island, oder? Nee. Noch kurz sind wir ja gerade. Finest Trading Post. Da, nee. Das waren Vorräte. Vielleicht wäre sogar mal gutes Essen drin. Gutes Essen wäre immer gut. Nicht nur im Spiel. Ach, muss ich jetzt wieder. Nee. Manche sind aber auch gemein ähnlich. Oh. Was ist das denn? Laden. Da! Die Salty Sands. Oder? Nein. Das ist ja die gleiche falsche Insel, ne? Nee. Da bin ich noch so ein Zipfel mal dran. Ist das frech? Zweimal drauf reingefallen. Okay, halt, nein. Naja, ihr habt da alle 100.000 Stunden drin. Ihr wisst wahrscheinlich alle genau, das ist auf B7, die Insel. Jetzt stell dich mal nicht so an, Dave. Das weiß man doch. Da? Nee. Ah, close. Schade, das ist übrigens nicht B7. Das wäre jetzt so geil gewesen, wenn es B7 gewesen wäre. Da! Rum Runner Isle. Und am besten hier in dieser kleinen Bucht parken. Die ist okay weit weg. Seeposten North Star. Aha. Oh nein, ich höre doch Gewitter. Da vorne. Ist das der Typ mit der Markierung? Wo muss ich überhaupt hin? Nach Norden. Ziemlich straight nach Norden. Ja, okay. Hep. Und los geht's. Da ist wieder ein Gewitter. Nö, da schiffen wir drum rum. Da habe ich keinen Bock. Aber es ist wieder übrigens auf der Route, ne? Da hatten wir vorhin auch schon Gewitter. Ne? Warte, wo ist denn? Da ist der, verdammt. Ja, ich drehe wieder. So. Ich möchte links am Gewitter vorbei.
Aber rechts von der Insel da. Zu gern wissen, was das da hinten ist. Aber auf diese biegen Scheiße habe ich keine Lust mehr. Aber das Spiel macht wirklich Spaß. Ich glaube, das ist noch zu sehr im Sturm, oder? Wir drehen sowieso in die falsche Richtung. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Wir fahren hier nochmal links an der Insel vorbei. Nee, nee, nee. Das ist ja doch nicht hier. Warum ist denn jetzt hier so Nebel? Ich möchte die ganzen Felsen schon sehen. Fühlen geht auch klar wie fühlen. Was? Wer fühlt? Ich fühle gar nichts mehr. Ah, what? Castaway Isle. Achso, die da. Hier Tom Hanks drauf. Die Felsen. Ja, nee, die würde ich ungern fühlen. Oh, warte, vorhin hatten wir doch hier den ersten Hai des Tages. Steuert ziemlich gerade auf die Insel drauf zu. Das ist eigentlich eine geile Insel hier. Oh, irgendwann sind wir mal überall. Da dieser kleine Teil da noch. Aber vorher der PvP-Arena-Zugang. PvP-Arena-Zugang. Aha. Ach nee, da ist schon wieder irgendwas. Was ist das denn? Da ist schon wieder so ein Schiff im Himmel. Oh, wow, wow. Das ist ein großer Sturm. Man sagt die Karte. Immer noch nicht zu sehen auf der Karte. Klein. Wurde quasi durch das Hourglass ersetzt. Da finde ich denn schon mal schlecht. Das Hourglass hat mir ja nur Ärger bereitet vorhin. Was? Nee! Das heißt, hier ist wieder irgend so ein Schiff in der Nähe, das mich auf mich schießt. Da, nee! Nee. Geht das schon wieder los hier, ey? Na toll. Daneben! Daneben! Ah. Haben wir jetzt kurzerhand entschieden, nicht zu kämpfen. In die Richtung. Ziemlich einfach von denen.
Ein Spieler? Nee, das ist das Schiff. Also gut. Ein bisschen darüber. Ja. Ich bin so schlecht für die dritte HOT-Map. Die ist auch kacke. Niemand mag verschlungene Tiefen. Eine der beschissensten Maps im ganzen Spiel. Und es ist wie immer die vorletzte. Merkt ihr? Überall ist die vorletzte Map kacke. Im Core-Game ist es Mycos Sprung. Zumindest damals ohne Mounts war die Map absolut zum Kotzen. Warum wird denn das jetzt hier so dunkel und rot? Blutmond oder was? Dann eben verschlungene Tiefen, wo du jetzt bist, war furchtbar. Draconis Mons in Living Story 3 war scheiße. Oh, ich muss sehr hart darüber steuern. Living Story 4 waren die Maps allgemein eher mau, aus meiner Sicht. Ödland in Pass of Fire war kacke. Das war diese Schwefel-Map. Und der komische Echo-Wald in EOD war kacke. Oh, ich muss viel stärker eindrehen. Deswegen, die vorletzten Map von jedem Story-Ding sind scheiße. Arena Net macht so gute Karten. Aber die vorletzte muss immer scheiße sein, damit die letzte anscheinend noch besser raussticht. Wo bin ich denn? Oh, hier, guck mal, wir sehen uns. Da vorne links irgendwo. Da ist wieder der Hai. Nee, was ist das denn? Was macht ihr denn schon wieder hier? Das kann doch nicht sein. Was ist denn das hier? Oh wow, er hat mich sogar aus der Kanone geschossen. Ach komm, einfach die da. Hallo? Ach, doch auf der Seite jetzt wieder. Nein, mach mal. Ein bisschen. Na? Mann. Kann doch nicht sein. Wo schießt der denn hin, ey? Danke für den Follow, wer auch immer das gerade war, warte. Die Pommes. Nice. Pommes mag ich. Hä, wieso treffe ich denn den nicht? Da habe ich aber vorhin besser hinbekommen. Bin gerade irritiert, warum ich so hart daneben schieß. Das war ein schöner Treffer. Ich hab keine Kanonenkugel mehr. Oh, ne, hallo. Hör mal. Nee, ist das gut? Mann! Die falsche Taste, ey. Oh, what the frick? Hä? Dein Schiff ist gesunken? Pommes, danke für den Raid. Hello. Wunderschönen guten Morgen.
Wieso bin ich denn jetzt gesunken? Ein perfekter Moment, ja, absolut. Was? Makan, danke für den Follow. Hi. Ach ja, ich möchte vielleicht nicht absaufen. Warte mal. War dein Schiff voll? Aber warum? Wurde ich getroffen? Ja, hi. Was?